Seid gegrüßt, liebe Community, und herzlich willkommen zur 357. Folge vom Let's Play und die zweite Omnibus im Rat mit mir, auch Julian Rieser. Wir sind zurück von der Themenwoche auf der Karte Julingen in der Version V5.0. Diesmal fahren wir die Linie 219. Sie führt vom Julingen ZOB nach Kielfeld, Alte Kaserne. Fahrzeitdauer ungefähr zwischen 25 bis 30 Minuten. Unser Fahrzeug ist der Funhole AGG 500 aus dem Jahr 2001. Das ist ein Viertürer mit ZF-Getriebe. Wir fahren im Le Lucine gepaint. Und erst mit der Stuttgart, wir fahren es auch direkt los. Und ich wünsche euch alles viel Spaß bei der Fahrt und wie immer gute Unterhaltung. Fahrgäste, ich begrüße Sie alle ganz herzlich von der Linie 219. Sie führt uns vom Julingen ZOB nach Kielfeld, Alte Kaserne. Mein Name ist Jürgen Rieser, ich bin heute Ihr geschätzter Busfahrer und werde Sie sichern, vor allem sanft durch das schöne Julingen begleiten. Falls Sie welche Fragen oder Anregungen haben, können Sie gerne jederzeit zu mir nach vorne kommen. Deswegen steht auch das Bus auch jederzeit zur Verfügung. Aber bitte nerven Sie mich nicht mit unnötigen Fragen. Dankeschön. Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Ihnen allen, euch da draußen geht's allen gut. Mir geht's auch dementsprechend gut, kann mich nicht beklagen. Wir stehen aktuell bei 275 Abonnenten und bei einer Aufrufzahl von knapp 108.600. Also vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Kuss, Kuss, Kuss und Liebe geht an euch alle raus, die mich kostenlos unterstützen. Ist ja ganz schön kalt hier drin. Heizung läuft schon daher. Alles, was ich vorhabe, das habe ich ja alles schon erzählt. In der letzten Omsi 2 Folge, die könnt ihr euch sehr gerne anschauen.
Ja, bei dem Bus ist der Motor vorne eingebaut. Guten Morgen. Guten Morgen. Einmal. Einmal. Einmal war's. Danke Einmal. Sehr. Bitte schön. Hallo. Hallo. Nach dieser Folge, also am Ende, zeige ich euch die ganzen Linien, wie viele Linien wir noch fahren müssen, bis diese Themenwoche dann auch beendet ist und welche Karte dann als nächstes kommt. Jemand von Ihnen mit? Nein? Dann nehmen wir Pech gehabt. Das ist echt selten, dass ich da mit einem Doppelgelenken fahre. Oder sagen wir so unterwegs bin. Hi. Gut, dass es stimmt, aber ich habe hier nämlich Vorfahrt.
gerade LKWs in ETS oder ATS vom ZF-Getriebe. Wie geil das wäre. So wird es bei jedem Gang so. Aber leider gibt es hier nur in Omsi. Was ich heute im Kegeltraining schaffen werde. Ihr wisst ja, wie meine Rekorde sind. Beim 100er Wurfmodus, also wenn ich aufnehme, sind es 435 Punkte. Beim längeren 120er Wurfmodus sind es 508. Und beim 200er Wurfmodus sind es 799. Beim letzten Mal, als ich den ja aufgenommen hatte, oder einmal davor, hat es ja nicht ganz aufgenommen, weil mein Speicher auf dem Handy knapp geworden ist. Da habe ich 805 geschafft. Aber es war ja leider nicht gültig gewesen. Aber naja, bin aber schon sehr gespannt, wie es wird. Morgen. Morgen. Rein, die Dame. Ja, ich bin ein freundlicher Busfahrer. Busfahrer, LKW-Fahrer und Rennfahrer. Also bei dem Spiel, das ich hier habe, ne?
schaffst das. Kämpf, kämpf, kämpf. Blitze mich nicht gepisst. Der tut das nur, wenn man im Busbetriebssimulator im Multiplayer unterwegs ist. Also wenn man für einen Betrieb fährt. Erst dann gehen die Blitze, sonst nicht. Thank you.
Zeit vorspulen. Um 1,5 Minuten. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Kommen Sie rein, die Damen. Damen und Herren. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Einmal kurz stehen. Einmal kurz stehen. Hallo. Hallo. Ein Ticket bitte. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag.
Bergstraße.
So, und das war unser Bus, unser Funhole AGG 500 aus dem Jahr 2001. Und die kommenden Linien, die wir noch fahren, hier auf der Themenwoche, sind die Linie 223, die Linie 313, 320 und die Linie 545. Also, ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Julian Rieser. Habe die Ehre, Servus und tschüss.